So, liebe Kommilitonen, ich grüße euch. Grüße euch. Eine neue Woche DB1, so viele bleiben uns ja nicht mehr. Bleiben uns auch nicht mehr ganz so viele Themen. Wenn ich in mein Filesystem gucke und die in die Directories eintauche, was kommt denn noch? Dann ist das Ende schon deutlich zu sehen. Was wir heute versuchen, auf jeden Fall abzuschließen, ist das Kapitel, in dem wir gerade gesteckt haben, nämlich das mit dem ER-Diagramm, dem ER-Modell. Ja, eigentlich, wenn alles rund läuft, dann müssten wir eigentlich, wenn wir hier heute rausgehen, damit durch sein. Ich habe auch schon das Material vorbereitet, mitgebracht und auch die Folien dazu hochgeladen für das nächste Kapitel. Zur relationalen Algebra. Okay. Das ist eine spannende Sache. Vor allem baut es ein bisschen eine Brücke auch zu der Vorlesung DB2, die vielleicht einige von euch schon auf dem Kalender haben für das kommende Sommersemester. Rein optionale Geschichte, aber die relationale Algebra, die baut so eine schöne Brücke zwischen DB1 und DB2. Freue ich mich schon drauf, ist eins meiner Lieblingskapitel. Okay, was uns heute bleibt, ist so ein bisschen das Versprechen einzulösen, dass die ER-Diagramme, also ER-Modellierung, zwar zu Diagrammen führt, ja, sagt der Name schon, okay, dass das aber nicht bunte Bilder sind, sondern dass da eine Semantik drin da steckt. Das haben wir schon in der letzten Woche besprochen. Und dass man ein systematisches Verfahren definieren kann, indem ich die bunten Bilder, die Diagramme abbilde in Zieldatenmodelle. Das Zieldatenmodell, das wir uns gegriffen haben, kein Wunder, ist das relationale Datenmodell. Okay? Gegeben ein ER-Diagramm in systematischer Art und Weise daraus DDL-Kommandos ableiten. Okay, Data Definition Kommandos in SQL, die uns aus den Diagrammen Tables bauen, mit Create Table uns entsprechende Attribute einrichten, uns Primary Keys, Foreign Keys, andere Constraints definieren, alle abgelesen in systematischer Art und Weise aus den Diagrammen. Systematisch heißt hier, ich müsste dazu eigentlich auch eine Prozedur, einen Algorithmus, ein Programm konstruieren können, das mir diese Abbildung von ER-Diagramm in DDL-Kommandos, so eine Sequenz von DDL-Kommandos, automatisch macht. Und wie gesagt, diese Tools gibt es da draußen. Ja, dazu muss Grusch keine Vorlesung halten. Einfach ER-Diagramm Mapping to SQL googeln, entsprechendes Stück Software runterladen und dann zum Flug bringen. Ich selber nutze keine solchen Übersetzungstools, welche Qualität die haben und ob die Übersetzungen, die dabei hinten rauskommen, genau denen entsprechen, die wir jetzt gleich besprechen werden, weiß ich nicht. Aber weit entfernt davon können sie nicht sein. Vieles aus den ER-Diagrammen führt geradezu zwingend zu den DDL-Kommandos, die wir jetzt gleich hier besprechen werden. Und systematisch ist wichtig, weil nicht alle ER-Diagramme bestehen aus einer Relationship und zwei Entities oder was weiß ich, sondern die können auch größer sein, wenn ich hier mal ganz nach hinten scrolle. Ja, das ist das ER-Diagramm, das ich gebaut habe, eins der vielen möglichen für unsere Lego-Database. Da ist dann halt die Seite mit dem Diagramm schon ein bisschen voller und man sieht nicht ganz so klar, schau mal, wo fange ich da jetzt an? Kümmere ich mich erst um die Roten, um die Gelben und die Grünen? Ja? Und dazu die Diskussion, die wir jetzt hier in den nächsten paar Minuten haben werden. Wir haben das eigentlich auch schon begonnen, hier auf der Folie 20 und glaube sogar Folie 21, die hat noch in die letzte Woche reingepasst. Die Folie 20 sagt, hey, wenn du so ein großes Diagramm vor dir hast, fängst du erst bei den Entity Types an, bei den gelben Boxen. Die uns die Objekte aus der Mini-Welt draußen beschreiben. Ein Entity Type wird abgebildet auf eine Tabelle. Ja, hier hätten wir so eine Diskussion, dass sich die Entity Types sind meist in Singular, Employee, definiert. Aber die Tabelle, die wir für den Entity Type bauen, die wird uns in jeder Zeile ein Entity aufbewahren. Da macht es Sinn, hier für die Tabellenbenennung vielleicht den Plural zu benutzen und nicht mit Employee, sondern mit Employees daherzukommen oder statt Person, People. Ja? Aber auch das kann man automatisieren, daran soll es nicht scheitern. Okay? Also jede Zeile in diesen generierten Tabellen hält tatsächlich ein Entity. Die Attribute der Entity Types wurden in Spalten unserer Tabellendefinitionen übersetzt. Das steht hier alles noch auf dieser, das hier der Punkt 2 auf dieser Slide. Okay? Die Typen dieser Attribute ergeben sich eigentlich aus den Typen der Objekte draußen in der Mini-Welt. Wir hatten den Constraint, dass die Attribute im ER-Modell tatsächlich irgendwie einfach sein müssen, atomar sein müssen, in Typen übersetzbar sein müssen, die unser Zieldatenmodell verkraften kann. Jetzt stehen wir mit SQL und dem Zieldatenmodell da ziemlich reich da. Mit int 2, int 4, int 8, decibel, n, m, mit money data types, date, date times, timestamps, geometric data types, ohne Ende Stuff.
Ja, wenn das relationale Modell das nicht abbilden kann, dann haben solche einfachen Datenmodelle wie JSON oder sowas erst recht ein Problem. Da gibt es nur Numbers und Strings und Booleans. Okay? Also da sind wir hier mit dem relationalen Modell schon ganz gut auf der Seite. Wir werden ganz gut aufgestellt. Wir werden bestimmt einen Datatype finden im relationalen Datenmodell, in der SQL, im SQL-Backend, das wir einsetzen wollen, das zu den Attributtypen in unserem ER-Modell passt. Da hilft nichts, außer mit dem Domänenexperten zu sprechen und zu sagen, hey, dieser Zeitwert, besteht der nur aus einem Datumsanteil oder auch aus einem Zeitpunkt, aus einem Timestamp und so weiter. Nur das kann das klären. Das steckt im ER-Diagramm selber nicht drin. Das war der erste Punkt. Und ich glaube, auch diese Folie hatten wir besprochen. Genau, auf jeden Fall hatten wir sie besprochen. Indem wir uns darum gekümmert haben, hey, wie werden denn jetzt die Keys der Entity Types ins relationale Modell abgebildet? Offensichtliche Antwort, wenn du einen wertebasierten Key hattest in deinem ER-Modell, dann wird das ein entsprechender wertebasierter Key in unserer Tabelle. Also einige der Spalten, die wir jetzt sowieso schon in der Tabelle eingerichtet haben, werden zum Key erhoben. Okay? Und die entsprechenden alter Table T, Add Primary Key Kommando, seht ihr da unter Punkt 1. Manchmal, Pech gehabt, gibt es keine wertebasierte Identifikation in unserem ER-Modell. Wir basieren im ER-Modell auf einer inhärenten Identifikation, die implizit in allen Entities drinsteckt. Tja, im relationalen Modell müssen wir explizit werden und müssen wertebasiert identifizieren. Das hat zu diesen Konstrukten hier geführt, zur Einführung eines künstlichen Schlüssels, wie zum Beispiel hier, diesem ID-Schlüssel. Ja. Den Datentyp können wir dann selber vorschlagen, den Implementationsdatentyp. Ich sage hier mal Integer, lass aber die entsprechenden Integers von der Maschine, vom Datenbanksystem selber generieren. Okay, generated always as identity. Das war die letzten 5-6 Minuten, die wir am letzten Dienstag verbracht haben. Genau der Teil, der in dem Video gefehlt hat. Ich weiß inzwischen auch technisch warum. Okay, tut mir leid, aber wir hatten nur dieses eine File besprochen, in dem wir gesehen haben, hey, tatsächlich PostgreSQL, auch andere DBMS können uns Key-Values, Integer-Key-Values und auch andere Datentypen vorschlagen. Okay, und ja, bei jedem Insert-Kommando in so eine entsprechende Tabelle, die wir generieren, werden automatisch vom System Integer-IDs vergeben. Das modelliert, das implementiert mir die implizite Identität der Entities aus dem ER-Modell. Das war der Stand der Diskussion vom letzten Mal. Okay, Entity Types können wir und die entsprechenden Attribute und Keys dazu können wir abbilden. Dann müssen wir jetzt irgendwie durch unseren Katalog an ER-Konstrukten irgendwie weiterblättern und schauen, wie wir die anderen Konstrukte aus ER in die relationale Welt rüberbringen. Und der Vorschlag wäre hier, gleich mit etwas aus der Welt von EER weiterzumachen. Ja, wenn wir Entities oder Entity Types abbilden können, dann lass uns doch kurz gucken, wie Weak Entity Types irgendwie abgebildet werden. Was war das nochmal? Okay, Weak Entity Types sind in Beziehung oder existieren nur in Beziehung zu einem starken Master Entity. Okay, da gibt es so eine asymmetrische Beziehung zwischen Master und Detail oder zwischen Master und Weak Entity und die müssen wir irgendwie in ihrer Semantik mit in das relationale Modell rüberbringen. Was wir als entsprechendes ER-Diagramm immer dann vor uns haben, war diese Situation hier. Diese asymmetrische Situation hier. Starkes Master-Entity, schwaches oder Weak-Entity E2. Dazwischen diese doppelt gestrichelte Beziehung R, die diese Abhängigkeitsbeziehung zwischen E2 und E1 modelliert. Okay? Die Kardinalitäten, die man hier sieht, ja, die sind kein Zufall. So ein Weak-Entity ist immer genau, hier D1, immer genau einem und maximal einem starken Entity irgendwie zugeordnet. Okay. Dieses eine E2-Entity ist tatsächlich von der Existenz des entsprechenden E1-Entity, dem wohldefinierten E1-Entity auf der anderen Seite, abhängig. Okay, kann E1-Entities geben, so starke Entities, die tatsächlich eine Beziehung herstellen zu mehreren schwachen Entities. Das kann durchaus sein, darum das ein Sternchen auf der Seite. Aber das ist die Situation. Okay, also Hotel, Zimmer. Hotel weg, Zimmer weg. Ja. Webserver, Webpage. Webserver abschalten, Webpage ist weg. Das waren die Situationen, die wir da modelliert haben. Okay. Lokal hatte hier dieses Entity E1 einen Schlüssel, K1, gehe ich mal von aus. Der hier, erinnert euch, hatte einen Composite Key, der aus K1 und K2 implizit zusammengesetzt ist. Hier ist K2 explizit genannt, aber über die Weak Relationship wird das K1 vom Master Entity geerbt. Erst K1 und K2 zusammen können das schwache Entity zusammen identifizieren.
So, ich glaube, jetzt haben wir die Situation allgemein wieder in Erinnerung gerufen. Okay, ja, wie sieht dann die Übersetzung aus? Lass mich das wieder kleiner machen hier, damit es auf den Bildschirm passt. Alles klar. Ja, wir gehen nach dem Rezept vor, das wir letzte Woche irgendwie begonnen haben. Zuerst kümmern wir uns separat um die Übersetzung der gelben Boxen. Okay, das ist der Punkt 1 hier. Separat werden die EI in Tables TI übersetzt. Wie die heißen, weiß ich. Das ist das Plural von den jeweiligen EI Entity Type Names. Die bestehen. Okay, jetzt, wer definiert uns, wer repräsentiert uns die Relationship R? Okay, mein Vorschlag wäre, die Repräsentation von R in dem Table T2, der zu dem schwachen Entity E2 gehört, aufzubewahren. Warum? Ja, weil jedes E2-Entity genau einem, ja, genau maximal und minimal, genau einem E1-Entity zuzuordnen ist. Ja, jedes E2-Entity, jede Row, die ich in dem Table T2 speichere, wird nur einen Slot benötigen, genau einen Slot, ja, um auf das entsprechende E1-Entity, das stärkere Entity, zu verweisen. Auf der E1-Seite ist das nicht so. Ja, hier das Sternchen sagt mir, hey, du E1-Entity könntest mit ja, keinem 2, 5 anderen vielen, eine ganz beliebigen Menge von schwachen E2-Entities in Beziehung stehen. Okay? Dann bräuchte ich irgendwie eine variable Anzahl von Spalten oder irgendwie ein Data-Type in meiner Abbildung, der irgendwie eine variable Anzahl von ja, Referenzen auf schwache E2-Entities speichern könnte. Unangenehm. Okay? Wir nutzen die Asymmetrie der ganzen Geschichte hier aus und bewahren die Relationship-Information auf der Seite T2, hier auf der rechten Seite auf, wo wir wissen, es gibt genau eine Information, nämlich die meines starken Entity-Partners irgendwie aufzubewahren. Okay, also, wir werden eine Spalte hinzufügen zum Table T2. Die Spalte nennen wir genauso wie die Relationship. Okay. Und in dieser Spalte werden wir einen Foreign Key etablieren, der uns genau auf den Table T1 verweist und natürlich auf unser starkes Entity, die Row, in der unser starkes Entity gespeichert ist. Kein Problem, das zu tun, auf die Tabelle T1 und dieses eine Entity zu verweisen, denn hier, wir wissen, es gibt einen Schlüssel, ja, den Schlüssel K1 im Table T1, den können wir benutzen, um tatsächlich als Foreign Key aus T2 rüber in den Table T1 mit den starken Entities zu verweisen. Sauber. Okay, was wir jetzt noch machen müssen, ja, der erste Übersetzungsschritt, der von der letzten Woche, der hat für den Table T2, weil wir den eben gerade jetzt separat lokal übersetzt haben, einen Schlüssel generiert, einen Schlüssel K2. Hier, aus der Information, wenn ich hier nur lokal auf diese Teil des Diagramms schaue, E2 ist übersetzt worden in der Tabelle T2 mit Schlüssel K2. Das ist nicht mehr korrekt. Wir brauchen einen zusammengesetzten Schlüssel, ja, der aus der Identifikation unseres starken Entities und meinem lokalen Schlüssel K2 zusammengesetzt ist. Okay? Alten Schlüssel K2 in der rechten Tabelle wegwerfen, neuen Schlüssel etablieren, hier, dieses zusammengesetzte Ding hier. Keys können im relationalen Modell zusammengesetzt sein aus mehreren Spalten. Jetzt werde ich die Spalten R und K2 hernehmen. K2, klar, ist mein lokaler Schlüssel. R, da findet sich der Identifier, der Foreign Key Value, meines starken Entities drin. Das wird so ein K1-Wert sein. Sauber. Dann habe ich die entsprechenden K1 und K2-Dinge zusammengefasst in einem Composite Key. Das identifiziert mir das schwache Entity hier auf der Seite. Ja, und jetzt noch die Abhängigkeitsbeziehung. Ja. Sollte mein Master Entity verschwinden, habe ich als schwaches Entity auf der E2-Seite auch keine Existenzberechtigung mehr und müsste genauso gut weggelöscht werden. Ja. Okay, ganz hervorragend. Wir wissen, wie das geht mit Foreign-Key-Beziehungen. Ja. Irgendwie auf der referenzierten Seite eine Löschung durchführen, die kann kaskadiert werden auf die referenzierende, auf die rechte Seite, dann werden alle referenzierenden Rows automatisch mit weggeschmissen. Okay, das wird eine Foreign-Key-Beziehung mit On-Delete-Cascade. Okay, und ja, viel Gelaber, ja, jetzt gerade hier in den letzten 5 Minuten, sehr, sehr kompakt ausgedrückt in den DDL-Kommandos, die sich hier unten finden. Ja, kurz gucken, ob wir da wiederfinden, was wir jetzt öfter sehen auf den Slides, können wir hier einmal genauer drauf schauen. Alle Änderungen, die wir jetzt machen müssen, sind am Table T2, ja, also hier auf der rechten, auf der Weak Entity-Seite, hervorragend. Dann kommt eine neue Spalte hinzu, die Column R, die unsere Relationship implementiert. Okay. Der Typ, den wir für R wählen, ist der Typ der Schlüssel K1, denn da werden wir jetzt gleich referenzen.
drin eintragen, die auf diese K1-Keys verweisen. Hervorragend. Alten Schlüssel in meiner Tabelle T2 wegwerfen. Okay. Ja. Ein Schlüssel ist ein ganz normaler Constraint, ja, auf der Tabelle T2. Gott sei Dank weiß ich, in dem Datenbanksystem, das mein Backend ist, in diesem Fall ist es PostgreSQL, sind die Constraints konsistent und systematisch benannt. Auf der Tabelle T2 gibt es einen Primary Key Constraint, die heißen so, diese Constraints, weiß ich, wegschmeißen, Drop Constraint. Stattdessen neun zusammengesetzten Schlüssel zusammenbauen. Okay, alles klar. Und ja, die neue Spalte R, die wir oben eingerichtet haben im ersten DDL-Kommando, verweisen lassen auf die Spalte K1, auf den Schlüssel der starken Entities im Table T1. On-Delete Cascade. Sollte das T1, Entity aus T1 verschwinden, verschwinde ich hier aus der Tabelle T2 ebenso. Okay. Kann mir jemand sagen, warum der hier wichtig ist? Das Not Null hier, dass ich in der Spalte R, die ich jetzt meiner Tabelle T2 hinzufüge, warum das wichtig und gut ist? Ludwig? Okay, du sprichst jetzt gerade von der 1 hier? Ja, genau. Okay, ja, alles klar. Also, Studierender sagt, hey, es ist da gefordert, jedes E2-Entity muss, jedes schwache Entity muss mit einem starken Entity in Beziehung stehen. Da steht keine 0 bei dem Minimum, da steht eine 1. Okay? Nicht optional, hier in dem R Null-Value einzutragen, so nach dem Motto, ich hänge mich an kein starkes Entity dran. Nein, die Option gibt es nicht. Der Wert, ja, der R-Wert, der uns verbindet mit der Tabelle T1, der muss not null sein, da muss ich was eintragen. Okay, und damit haben wir auch die Existenzbeziehung, die in diesen Weak Entities irgendwie mit drinsteckt, mit dem On-Delete Cascade irgendwie rübergerettet. Okay, damit hätten wir Entity Types und ihre Keys, Weak Entity Types, hervorragend. Wenn wir jetzt gerade so im Fluss sind, können wir gleich mit den roten Boxen weitermachen, mit den Relationships, die abzubilden sind. Okay, die hatten wir so ein bisschen klassifiziert. Ja, in One-to-Many, Many-to-Many und One-to-One-Relationships. Je nachdem, ich gucke immer auf die maximalen Kardinalitäten, die irgendwie in diesen Klammern notiert sind, an den Kanten, in die ich meine Relationships, mit den Entity-Types verbinde. Okay, und der generellste Typ, da sozusagen, das waren diese One-to-Many-Relationships. Yeah. One E1 is related to many E2. Okay, alles klar. So ist die allgemeine Situation. Klar haben wir wieder lokal hier die Entity Types E1 und E2 zu übersetzen. Das wird weiterhin so sein. Ja, wenn ich so einen Übersetzer von Diagrammen in DDL-Code machen würde, vielleicht würde ich den würde ich irgendwie parallel implementieren, thread-basiert. Jemand gibt ein Entity-Relationship-Diagramm mit 100 Entity Types. Die würde ich diese Entity Types E0 bis E99. Zack, die würde ich alle parallel übersetzen. Erstmal. Ja, dann habe ich das schon mal hinter mir und dann kann ich irgendwie noch die Relationships irgendwie da rein patchen oder sowas. Das könnte ich machen. Das machen wir hier gleich wieder. Ja, auf der linken und rechten Seite wird jeweils separat übersetzt. Und wir haben die Tables TI schon in der Hand. Zusammen mit ihren Keys und so weiter. Die sind alle schon definiert jetzt. Okay, was mir jetzt noch bleibt, ist die Relationship R zu implementieren. Oh, hier in dem Beispiel hat das R sogar ein lokales Attribut A. Okay, das gehört weder in die Welt von E1 noch in die Welt von E2. Das ist ein Attribut, das zur Relationship selber gehört. Ja. Wir hatten irgendwie so Beispiele für, ich habe eine Order, die irgendwie Produkte beinhaltet. Also werden Produkte bestellt in dieser Bestellung. Und in der Relationship, die zwischen diesen beiden Entity Types waren, da war irgendwie sowas wie, so eine Art, wie oft wurdest du denn bestellt, du Produkt? Ja, das ist keine Eigenschaft, die irgendwie an dem Produkt hängt, oder was weiß ich, das ist an der Bestellbeziehung hängt das. Und das wäre so ein Produkt, das an der Relationship selber dran hängt. Quantity oder sowas haben wir das genannt damals. Okay, so einen Fall haben wir an der Stelle auch vorliegen. Genau die gleiche Überlegung, die wir gerade gemacht haben. Mensch, wie stellen wir jetzt Relationship R dar? Gibt übrigens, wie wir gleich sehen werden, auch ein, zwei Folien weiter, mehrere Alternativen, das darzustellen.
Aber eine Alternative, die Tables spart, ist, die Relationship R wieder einem der Entity Type Tables T1 oder T2 zuzuordnen. Und die gleiche Überlegung, wie wir gerade gemacht haben, hey, wenn ich hier auf die maximalen Kardinalitäten schaue, ein E2, ja, ist mit maximal, ja, mit, in diesem Beispiel jetzt hier, mit genau einem E1 in Beziehung. Ja, da reicht mir genau ein Slot, eine Zelle in meine Tabelle, um die Beziehung rüber zu meinem E1-Entity irgendwie aufzubewahren. Hier auf der anderen Seite, auf der T1-Seite, ja, eine Row in der T1-Tabelle, ja, könnte mit potenziell vielen E2-Entities oder T2-Rows in Beziehung stehen. Sehr viel schwieriger, das auf der T1-Seite aufzubewahren. Okay, also, weil das schön asymmetrisch ist, bewahren wir es hier auf der rechten Seite in der Tabelle T2 auf. Wieder das gleiche Ding, Spalte R anlegen, einen entsprechenden Typ wählen, der dem Key K1 hier drüben entspricht, ja, und einen Foreign Key in der Tabelle T2 einrichten, der mir rüber zeigt, hier auf die linke Seite, auf die Tabelle T1. Alles klar. Diesmal ist das eine ganz normale R-Relationship zwischen E1 und E2. Hier ist keiner weak oder strong oder was ich, gibt keine Dependency, keine On-Delete-Cascade-Action, die wir an diese Foreign Keys irgendwie dranhängen. Ja. Kann gut sein, dass die Relationship zwischen zwei Entities aufgelöst wird. Kein Thema. Ja. Also das ist hier nicht so einfach möglich aufgrund der Kardinalitäten, die wir hier gewählt haben, der Minimumskardinalitäten. E2 ist nicht optional. Ja, in Beziehung mit einem E1er. Aber das muss nicht unbedingt heißen, dass die Entities selber verschwinden, wenn die R-Beziehung aufgelöst wird. Okay, also keine On-Delete-Action. Okay, und dann bleiben mir diese Kommandos hier unten. Ja, ich werde den entsprechenden Spalte R zu der rechten Seite hier hinzufügen. Alles klar. Ich werde auch die Spalte A, ja, die mir die Relationship näher beschreibt, die werde ich auch im Table T2 aufbewahren. Das ist genau der richtige Platz. Alle Details, die sich um die Relationship kümmern, um die eine Beziehung zu dem einen E1-Entity, werden drüben im T2 aufbewahrt. Sowohl der Identifier des entsprechend referenzierten Entities als auch dieses Attribut A. Alles rüber in die Tabelle T2. Hier auf der rechten Seite wird das dargestellt. Ja, und dann noch die Relationship hier an der Stelle etablieren. Alles klar. Ja, weil die Beziehung hier bestehen muss, weil unser E2 mit dem E1 da drüben in Beziehung stehen muss, haben wir wieder Sorge getragen, dass man hier keine Null-Values einträgt auf der rechten Seite. Ja, sowohl bei dem R als auch bei dem A keine Null-Values, es muss eine Beziehung bestehen, jedenfalls in diesem Diagramm hier drüben zu den E1ern. Ja, alles klar. Da gibt es eigentlich an der Stelle gar nicht viel Neues zu lernen, zu dem Fall, den wir eben gerade besprochen haben. Und wie ihr schon merkt, versuche ich immer darauf zu achten oder jedenfalls einen Finger drauf zu zeigen, dass wir im relationalen Modell uns nicht nur um die großen Boxen da, um die Attribute, Entities und Relationships kümmern, sondern auch um die Kardinalitäten. Und ab und zu führt das mal dazu, dass man hier Not Null oder kein Not Null oder was hinschreiben muss. Ja, ich hatte euch schon gesagt, wenn ihr so eine Beziehung mit hier so Min-Max-Notationen links und rechts von so einer Relationship irgendwie hinschreibt, macht euch jeweils über die einzelnen Min-Max- und Min-Max-Einträge, die ihr da eintragt, jeweils Gedanken, was die tatsächlich bedeuten. Wer verbalisiert das bei euch im Kopf? Und genauso ist es hier bei der Übersetzung auch. Ja, wir könnten uns jeweils überlegen, ob die Min-Max-Kardinalitäten, die jetzt hier in diesem Diagramm zum Beispiel gegeben sind, wie die tatsächlich jetzt ins relationale Modell rübergerettet wurden, wenn sie es denn können. Wir werden gleich Beispiele sehen, wo es nicht geht. Komm, das macht die nächste Slide hier nämlich. Ja, wir befinden uns immer noch in dieser One-to-Many-Relationship, genau in der Situation von eben gerade. Ja, und hier 0 Stern 1,1, das waren die entsprechenden Min-Max-Kardinalitäten, die ich da dran geheftet hatte. 0 Stern 1,1, das ist genau die Situation von der Slide davor. Und hier, ich habe jeweils die Kardinalität, um die es mir hier geht, mal blau hervorgehoben. Okay? Alle vier würde ich gerne kurz irgendwie anschauen. Hier. Wie ist diese 0 repräsentiert im relationalen Modell? So ein E1-Entity steht vielleicht gar nicht in Beziehung zu irgendeinem E2-Entity. Kein Problem aus der Sicht des relationalen Modells. Dann taucht du E1-Entity, der du solo bist, mit keinem E2 in Beziehung stehst, dein K1-Wert, dein Identifikator,
der wird in keiner Spalte R drüben im Table T2 auftauchen. Okay? Kein E2 will mit dir in Beziehung stehen, sozusagen. Fertig, kein Problem. Ja, das wird einfach durch das Nicht-Auftreten des entsprechenden Schlüsselwertes K1 unseres E1-Entities ausgedrückt. Okay? Also das Nicht-Auftreten implementiert mir die optionale Teilnahme einer Relationship. Sauber. Sternchen. Ja. Wenn ich richtig populär bin als E1-Entity, dann taucht mein K1-Wert drüben im T2-Table vielleicht 2-mal, 5-mal, 20.000-mal auf. Vielleicht bin ich das einzige E1-Entity, das mit allen anderen E2ern in Beziehung steht, gar kein Problem. Denn drüben im Table T2 haben wir auf der Spalte R keinen Constraint. Das ist kein Key oder der muss nicht unique sein und so weiter. Da können Key-Values von E1-Entities beliebig oft wiederholt auftauchen. Gar kein Thema. Sauber. Sternchen dargestellt. Jedes E2er muss mit mindestens einem E1 in Beziehung stehen. Haben wir jetzt schon dreimal darüber gesprochen. Darum machen wir den R-Eintrag, diese neue Spalte im Table T2, die machen wir not null. Kein E2-Entity kann sich irgendwie rausreden und mit keinem E1 in Beziehung stehen. Da müssen wir was eintragen. Die 1 hier, ja, weil wir da so eine Spalte R etabliert haben. Wer weiß, was R für einen Typ hat. Den Typ von K1. Für sich Integer, String, egal, der Typ von K1. Das ist eine Tabellenzelle. Pro E2-Entity haben wir da genau eine Tabellenzelle R Platz, um den Wert einzutragen. Ja, da können wir nur maximal einen Wert eintragen. Da können wir kein Array von Werten oder was weiß ich eintragen. Not null. Wir müssen einen Wert eintragen. 1NF, ja, die First Normal Form von relationalen Datenbanksystemen, sagt uns, in dieser Tabellenzelle kannst du genau einen Wert eintragen vom Typ, vom gleichen Typ wie der Schlüssel K1 auf der linken Seite. Damit haben wir die maximale 1 an der Stelle auch implementiert. Das sind alles Good News hier oben. Ja, aber ihr seht hier schon das entsprechende Ausrufezeichen. Mit Not Nulls und Foreign Keys und Primary Keys, das sind so die Constraint-Werkzeuge, die uns das relationale Modell in die Hand gibt. Da kann man eine ganze Menge modellieren, aber nicht beliebige alle Kardinalitäten, die wir potenziell eintragen könnten in unsere ER-Diagramme. Erinnert euch so ein Beispiel, wo, was weiß ich, ein Dreieck besteht aus genau, oder was, ein Polygon besteht aus mindestens drei Linien, ja, oder eine Linie besteht aus genau zwei Punkten. Da hatten wir irgendwie so Min-Max-Kardinalitäten, da kam auf einmal die Literale 2 und 3 drin vor und nicht nur 0, 1 und Stern und so weiter. Dann hat das relationale Modell ein echtes Thema. Ja. Stellt euch die Situation vor, hier. Ja. Das ist auch so eine One-to-Many-Relationship. Aber hier gibt es so eine Mindestteilnahme, M1 auf der linken Seite. Okay, also jedes Entity hier auf der linken Seite, jedes E1-Entity, muss mit mindestens M1 E2s in Beziehung stehen. Wie drückt sich das im relationalen Modell auf? Ich gucke da drüben in die Spalte R in meiner Tabelle T2. Da muss der K1, da müssen die Schlüsselwerte drüben aus der Tabelle T1, die müssen mindestens M1 mal vorkommen. Mindestens M1 mal. Das ist ein solchen Constraint kann ich nicht mit Primary Keys, nicht mit Not Nulls und nicht mit Foreign Keys oder was ich irgendwie formulieren. Okay. Natürlich gibt es in modernen SQL-DBMS entsprechend Werkzeuge, mit denen ich Rules und Triggers und was ich ganz generelle Constraints definieren kann, die eigentlich so prozedural, die immer angeworfen werden, wenn irgendwie eine Row gelöscht oder eingefügt wird in meine Tabellen, dann wird meine Prozedur, meine Check-Prozedur an der Stelle irgendwie aufgerufen. Ich glaube, so ein Beispiel dafür hatten wir irgendwann mal. Und dann kann ich natürlich auch checken, dass ein bestimmter Keywert mindestens M1 mal in einer bestimmten Spalte vorkommt und so weiter. Das kann ich alles machen, ja. Das ist aber irgendwie nicht mehr, das ist nicht mehr die reine relationale Lehre nach Edgar F. Cott. Da gibt es Primary Keys und Foreign Keys, Null Constraints, da fällt der Cott schon um, wenn er nicht schon lange begraben wäre, sozusagen. Ja. Das ist dann aus, das würde ich als nicht relational oder extra relational bezeichnen. So ein M1 Constraint, irgendein beliebiger Integer größer als 0, gibt es ein Thema. Selbst M1 gleich 1 ist ein Problem. Okay, wenn hier eine 1 stehen würde, okay, und wir erzwingen wollten, dass ein E1-Entity mit mindestens einem E2-Entity in Beziehung steht, dann müssten wir irgendwie sowas formulieren wie, hey,
Jeder Schlüsselwert auf der linken Seite von dem T1-Table muss in der Spalte R auf der rechten Seite im Table T2 vorkommen. Gibt es keinen Constraint, mit dem man es irgendwie leicht formulieren kann. Jedenfalls nicht mit Primary Keys oder irgendwie sowas. Okay. Genauso hier. Ja. Hey, ist optional, dass du drüben, dass dein Schlüsselwert in der Spalte R da drüben in Table T2 vorkommt. Das ist die 0. Aber du darfst maximal N1 mal vorkommen da drüben. Kann man nicht formulieren, jedenfalls nicht mit relationalen Constraints. Okay. Ja. Das bedeutet, unsere Abbildung ist ja, partiell, würde ich mal sagen, oder lässt irgendwie so Restarbeit über, die wir extra relational irgendwie verarbeiten oder verrichten müssten. Ich habe mal hier noch ein Beispiel mitgebracht. So, jetzt kommt die Frage an euch. Ja, ich bin ja Großmeister im Benutzen von Unicode-Symbolen, um grafische Darstellungen irgendwie in Files zu bringen, wie ihr wisst. Ja? Wenn ich nichts kann, aber ich habe wenigstens meinen Unicode-Zeichensatz-Dings im Griff. Da oben ist eine ja, mehr oder weniger üble Skizze eines ER-Diagramms zu sehen. Sofort. Die Frage ist, könnt ihr aus dieser ASCII-Zeichnung das ER-Diagramm in eurem Kopf wieder konstruieren oder soll ich mir die eine Minute Zeit nehmen und das kurz an die Tafel pinseln? Nicken heißt was? Pinseln? Pinseln ist besser? Your character-based graphics suck, Grust, heißt das so viel sozusagen. Ja. Du hattest eine Frage? Das ist mein Texteditor und entsprechende Geduld. Und Makros und weiß der Teufel, klar. Ich habe mir, und Zeichenvorräte, die ich mir irgendwie, ich habe so ein File, in dem sich nichts anderes befindet als meine Lieblings-Unicode-Symbole, die ich mit Cut und Paste dann jeweils irgendwie immer rüberziehe und so weiter. Okay. Also, um die Regeln, diese Abbildungsregeln, die wir jetzt schon besprochen haben, um die mal zum Fliegen zu bringen, würde ich gerne mit euch dieses Diagramm übersetzen. Ja, die entsprechenden DDL-Kommandos befinden sich dort in dem File, aber ihr kennt das Diagramm. Das waren die Airports und die Countries und wir hatten über die Kardinalitäten dazu gesprochen und so weiter, aber hey, ja, ich male das hier gerne wieder an. Und das war so eine Many-to-One-Relationship. War es so? Ja. Many airports are located in one country. Many-to-One-Relationship, Vorsicht, hier der 1 und hier das Sternchen. Sorry. Latitude und Longitude, okay, Eigenschaften, die ich hier an diese Located-In-Beziehungen dranhänge, hefte, um genauer zu beschreiben, wo befindet sich denn jetzt der Flughafen. Okay, dann hier. Die Airport selber werde ich mit ihrem sogenannten IATA-Code identifizieren, den kennt ihr alle. ZHR ist Zürich, BER ist Berlin neuerdings, ja, STR Stuttgart und so weiter. Und weitere interessante Attribute, was weiß ich. Ja, wenn unser Airport besonders wichtig ist für eine Fluglinie, zum Beispiel FRA, dann würde das ein Hub sein für die Lufthansa, dann würde hier vielleicht Lufthansa drinstehen und so weiter. Aber denkt euch irgendwelche anderen coolen Attribute aus. Zum Beispiel Jahr der Eröffnung war für BER lange null. Ja. Oder hier Country. Jetzt allerlei interessante Sachen hier. Das ist aber echt nicht so wichtig. Ja, ist das... Ne. Ihr seht, wertebasierte Identifikation, die Domäne schenkt mir das. Ja, das ist so, als ob ich Books benutzen würde und die nicht über ISBN oder so identifizieren würde. Die Domäne schenkt mir das. Da brauche ich nicht auf die inhärente Identifikation aus dem ER-Modell bauen. Aber hier, Country, ja, Country Identifier, klar, DE, IT und so, gibt es alles und so. Aber nein, hier in der Modellierung
verlasse ich mich auf die inhärente Identität aus der ER-Welt. So, den übersetzen. In systematischer Art und Weise. Erster Schritt, Entity Types übersetzen. In zwei Tabellen, Airports und Countries, Plural. Okay, ihr seht schon, dass ich das hier an der Stelle, warte, lass mich mal kurz die Reppel starten. Da ist sie. Ich bereite das kurz vor hier. Entsprechende Tables, die ich da hatte, gehen weg. Okay, hier sind die beiden Create Table Kommandos. Airports und Countries wird definiert. IATA und Hub auf der linken Seite, Name und Continent jeweils als Textattribute auf der rechten Seite für diese beiden Entity Types. Ja, wenn ihr da irgendwas seht und hinterfragt oder irgendwie verbessern wollt oder was, dann bremst mich. Ansonsten gehe ich hier einfach durch das Pfeil so langsam durch und schicke das alles an die REPL, um das zu festzuschreiben in meiner Datenbank. Alles klar bisher. Okay. Im zweiten Schritt, jetzt sind noch gar keine Constraints auf meinen Tabellen. Ja, auf jeden Fall brauche ich die Keys. Ja, auf der linken Seite, wertebasierter Key. Alles klar. Baue ich mit meinem Alter-Table Add Primary Key IATA auf der linken Seite. Damit ist die wertebasierte Identifikation geleistet. Haben wir. Rechte Seite. Ja. Künstliche Column-ID schaffen, generated always as identity, die wir dann in Countries zu einem Identifier machen werden. Okay, also, das ist Business vom letzten Dienstag. Jetzt die Many-to-One-Relationship, many airports located in one country. Okay, was sagte die entsprechende Übersetzungsvorschrift? Ja, wir nehmen uns die Seite mit der maximalen Kardinalität 1 her, ja. Denn hier ist es einfach, das eine wohlbestimmte Land zu speichern, das zu diesem Airport gehört. Ja, hier zu diesem Land könnten eine ganze Menge Airports gehören, Sternchen. Ja, viel schwieriger, eine relationale Darstellung für so eine variable Menge von Referenzen auf Airports irgendwie zu etablieren. Viel einfacher, hier im Airports-Table in einem wohldefinierten Spalte, located in, eine Referenz auf unser Heimatland zu etablieren. Das sind die beiden Kommandos dazu. Alter Table Airports, okay, auf der linken Seite wird geändert. Neue Spalte kommt hinzu, und zwar eine Located-In-Spalte, die genau den gleichen Typ hat wie der Schlüssel der hier auf der rechten Seite, auf den wollen wir nämlich verweisen. Das ist ein Integer-Schlüssel, generated always as identity. Integer ist der Datentyp, den ich für meine Located-In-Spalte auswähle. Und gleichzeitig werde ich die als Referenz von links Airports rüber in die Countries etablieren. Okay, meine Located-In-Spalte in Airports wird die ID, den Schlüssel der Countries auf der rechten Seite referenzieren. Sauber. Keine On-Delete-Cascade-Beziehung hier an der Stelle. Man könnte sagen, Mensch, wenn das Land weg ist, sind die Airports alle weg, ja, weak entity, aber dass ein Land einfach so weggeht, wage ich mir an der Stelle einfach gar nicht vorzustellen. Oder sowas. Es bleibt jetzt einfach. Jedenfalls ist das die Modellierung, die uns der Domänenexperte gegeben hat. Okay, alles klar. Was fehlt uns noch? Hier, die beiden Kollegen hier. Ja. Die Details der Relationship sind hier auf der One-Seite irgendwie aufbewahrt worden. Ja, genauso gehören die Latitude- und Longitude-Attribute hier mit auf die linke Seite, dort, wo die Spalte Located In etabliert wurde. Haben wir. Alles da. Ja, und dann können wir mal auf die Schemata gucken, die dabei rausgekommen sind. Schauen wir mal, ob ich den Font kleiner machen muss, damit man es lesen kann. Jawohl, muss ich machen. Nochmal. Hier ist mein Airports-Table. Okay, IATA. Hub, located in, long lat, okay, die sind alle links hier gelandet. Das ist die Repräsentation meiner Airports. Okay, und mein Country da drüben hat wahrscheinlich nur Name und Continent und seinen künstlichen Schlüssel, ja, mehr ist da an der Stelle nicht zu sehen. Okay, also in der Hinsicht hat die Abbildung schon mal funktioniert. Das ist die Abbildung, die wir gewählt haben für unser ER-Diagramm. Alles klar. Jetzt könnte ich das Ding natürlich befüllen. Ja? Machen wir mal. Also ja, wie Butter bei die Fische geben und tatsächlich eine Instanz dieses ER-Modells, in diesem Fall jetzt der Tabellen, irgendwie generieren.
drei Länder generieren, auf der rechten Seite zum Beispiel, jeweils mit Name und Continent Values. Alles klar. Wir erinnern uns, der Identifier ID, generated always as identity, wird uns geschenkt vom System. Das mache ich. Das war's. Wenn wir in den Table reinschauen würden, in die Countries, dann sehen wir, ja, tatsächlich, oh, künstlich vergebene ID. Ja, ein bisschen gegen die Konvention ist die Schlüsselspalte hier irgendwie rechts aufbewahrt, aber hey, damit können wir gerade noch leben. Alles klar. So. Ja, das ist immer das Ding bei diesen automatisch generierten Spalten. Ja, die sind automatisch generiert. Ich habe eigentlich keine Kontrolle darüber, direkt jedenfalls, was denn da tatsächlich für Identifier gewählt wurden. Ja, was ich euch hier als extra Syntax irgendwie anbieten kann, ist ein Modifier, der sehr speziell ist und in PostgreSQL funktioniert in nicht vielen anderen Datenbanksystemen, der sagt, hey, ich werde für dich einen DML-Kommando ausführen, also Rows in eine Tabelle Countries einfügen zum Beispiel. Ja, für jede der Rows, die ich für dich eingefügt habe, bin ich bereit, als Seiteneffekt auch noch hier die Ausdrücke, die du hier mit Komma gelistet hast, auszuwerten und dir so als Tupel irgendwie in die Hand zu geben. Ja, dann kannst du sehen, was denn tatsächlich, ja, was tatsächlich für Werte bei diesen einzelnen Einfügungen irgendwie tatsächlich in die Tabelle irgendwie geschrieben wurden. Okay, also für den Seiteneffekt aus, mach den Insert auf die Tabelle und hier in Orange markiert, werte doch bitte noch diese Ausdrücke aus. Die entsprechenden Werte dieser Ausdrücke gebe ich dir in Tabellenform zurück. Also mach dieses Insert Statement für mich zwei Dinge auf einmal. Und ihr seht, was ich hier ausgewählt habe. Ich habe ausgewählt, dass mir bitte die ID-Spalte ausgegeben wird. Dann kann ich irgendwie Einfügungen machen in die Countries-Tabelle und mir gleichzeitig nebenher zeigen lassen, was denn da eingefügt wurde. Komm, das machen wir mal als Test. Ja, ich mache mal meine Country-Tabelle wieder leer. Okay, alles klar. Und dann füllen wir jetzt den Insert nochmal aus, aber jetzt mit dem Returning. So, und dann seht ihr, dass tatsächlich, wir könnten gleich checken, da sind tatsächlich drei Einfügungen gemacht worden und die drei Einfügungen haben jeweils zur Generierung dieser drei Rows geführt. Hier könnte ich jetzt kontrollieren, oh, das sind jetzt die Einfügungen unter den IDs 4, 5 und 6. Ja, diese Identifier, ob die 1, 2, 3 sind, 4, 5, 6 oder 42, 43, 44, sind Schall und Rauch. Die Sequence, die hinter diesem Generated Always as Identity steht, die gibt den Ton an. Aber da habe ich jetzt meine entsprechenden Werte eingefügt. Okay, das war die Seite. Ja, jetzt noch ein paar Airports einfügen. Ja, hier seht ihr die entsprechenden Attribute, die ich dazu spezifizieren habe. Vielleicht erstaunlich viele. Das kann man aus dem ER-Diagramm selber nicht ablesen. Aber dass die Darstellung der Relationship, die sich hier so auf die linke Seite gezogen wurde, führt dazu, dass wir uns beim Einfügen eines Airports auch immer gleichzeitig um die Relationship kümmern müssen. Okay. Alles klar, also das sind die Airport-lokalen Attribute, sehe ich ein. Ja. Und hier besorge ich mir durch einen Lookup in der Countries-Tabelle auf der rechten Seite, ja, besorge ich mir die richtige ID, die zu Switzerland, zu Germany oder was weiß ich, Australia oder sowas gehört. Okay, niemand sagt, dass in so einem Insert-Statement da hier in der orange markierten Stelle, dass da immer Literale stehen müssen. Da kann auch eine Query stehen, die mir ein Skalar berechnet. Ja. Solche Subqueries werden in runde Klammern eingefasst. 0815 haben wir in SQL schon 100 Mal gemacht. Genau das ist das orange markierte da an der Stelle. Ganz hinten finden sich noch die Latitude und Longitude Werte. Natürlich, wie in meinen Vorlesungen immer üblich, sind das echte Latitude und Longitude Werte. Sozusagen. Ja. Alles klar. So, das waren die Einfügungen auf der Airport-Seite. Und ich hoffe mal, dass wir die richtigen Lookups gemacht haben. Sorry. Um die richtigen Located-In-IDs zu bekommen. Ja, haben wir. Ja. Das sind Foreign Keys, die verweisen rüber in die Tabelle Countries. Alles klar. So würde man so eine Tabelle, so eine Datenbank irgendwie aufsetzen und dann populaten. Okay. Noch ganz kurz zurück zu dem Returning Statement. Wo war's? Hier, zu diesem optimalen Returning hier. Manchmal, was man manchmal sieht als Idiom da draußen, ist sowas hier. Guckt euch die Zeile 89 bis 100 an. Da lege ich diese Datenbank, genau die Datenbank, die ich gerade eben angelegt habe, nochmal an, aber alles in einem Rutsch. Ja, ich mache die Inserts
in Countries und die Inserts in Airports, die mache ich hier in einem großen SQL-Kommando in so einer Common Table Expression, wenn ihr euch noch erinnert. Ja, so eine Common Table Expression war wie so ein Let, das hier unter diesem Namen CS eine Tabelle definiert. Okay. Und später, nämlich hier unten, hier, kann ich mich auf den Namen CS beziehen. Ja, und hier bin ich ganz tricky. Ich benutze hier diese Common Table Expression, um einmal meine Einfügung in der Countries-Tabelle zu machen. Mit dem Returning gebe ich mir die entsprechende Info zurück, die ich benötige, hier unten, hier beziehe ich mich auf das CS, um nachher im zweiten Schritt meine Airports irgendwie anzulegen. Okay, das ist ein Use Case für dieses Returning, gibt ohne Ende andere noch. Wir können das nochmal ausführen, alles nochmal weg, alles nochmal einfügen, alles nochmal kontrollieren. Müsste eigentlich wieder genauso aussehen, bloß mit anderen IDs jetzt, glaube ich. 789, so heißen sie jetzt. Okay, also tatsächlich kommen aus unseren Übersetzungsregeln von IR-Diagramm kommt Usable DDL raus und auch DML, dass ich dann tatsächlich bevölkern kann. Okay, ich gucke jetzt gerade auf die Uhrzeit und bin total geschockt, dass schon irgendwie Pause ist. Warte mal. Ja, dann ist halt Pause. Alles klar. Sehen uns gleich wieder. Okidoki. Okay. Also, die letzten Folien haben uns One-to-Many-Relationship-Übersetzungen geschenkt. Jetzt gucken wir auf Many-to-Many und auch One-to-One. Dann haben wir die auch im Sack und viel mehr bleibt uns dann eigentlich nicht. Okay, also kurz, Many-to-Many-Relationships. Wir gucken also auf eine Beziehung zwischen, das ist eigentlich mehr so eine symmetrische Beziehung zwischen E1 und E2. Und hier, Sternchen, Sternchen. Ja? Ein E1 kann mit vielen E2, ein E2 mit vielen E1 in Beziehung stehen. Ja? Dieses Argument, komm, lass uns mal die Beziehung R auf der einen oder anderen Seite irgendwie aufbewahren, weil es da jeweils nur ein wohldefiniertes Partner-Entity auf der anderen Seite gibt, fällt jetzt flach. Maximale Kardinalität, Stern auf beiden Seiten, das wird nicht funktionieren. Okay. Vorschlag daher, die Relationship R wird in eine eigene Tabelle ausgelagert. Eine Tabelle, die nur deshalb existiert, weil es die Relationship R gibt. Ja, in dieser neuen Tabelle, die nennen wir dann R, genau wie die Relationship, ja, gibt eigentlich keine weiteren Informationen außer der Darstellung der Relationship. Zum Beispiel das A, das zu der Relationship irgendwie gehört, das würde sich auch in dieser neuen Tabelle R befinden. Und das ist genau das, was hier die entsprechende Diskussion auf der Slide 25 irgendwie vorschlägt. Neue Tabelle R bauen. Was wird die für einen Schlüssel bekommen? Also, was wird die für Spalten bekommen? Die hier. K1, K2. Das erlaubt mir jeweils in die beiden Tabellen T1 und T2 links und rechts zu verweisen und die Entities, die miteinander verbunden werden sollen in einer Relationship, zu identifizieren. Okay, also K1, K2 Werte, Do-Entity und Do-Entity, jeweils identifiziert ihre Schlüssel. Ihr seid jetzt in R-Beziehung, dazu noch das Attribut A, vielleicht noch weitere Attribute, die in die Relationship hängen würden, die kommen alle in diese Tabelle R rein. Also jetzt nach unserem kleinen Mini-Beispiel hier genau 3 Spalten in der Tabelle R. Okay, wichtig, K1 und K2 zusammen. K1 und K2 zusammen sind ein Composite, ein zusammengesetzter Schlüssel in dieser neuen Tabelle R. Ja, diese K1-K2-Kombination, die sich in der Tabelle R befindet, die ist eindeutig. Okay, so 2 Entities ja, sind einmal in so einer R-Beziehung sozusagen. Und genau darum ist das ein Composite Key in unserer Tabelle R. Wir können uns gleich auf der nächsten Slide überlegen, was denn passiert wäre, wenn wir nur K1 oder nur K2 zum Schlüssel gemacht hätten. Ob das auch eine Option gewesen wäre oder was dann dabei rauskommt. Aber um Many-to-Many korrekt zu modellieren, müssen wir so einen zusammengesetzten Schlüssel hier an der Stelle bauen. Okay. Weil die Rows in R nur deshalb eingetragen werden, weil sie die Relationship zwischen 2 Entities auf der linken und rechten Seite etablieren. Okay. Können diese Rows in Rs auch gerne wieder gelöscht werden, sollte eines von den beiden Entities auf der linken oder rechten Seite von den bisher in R-Beziehung stehenden Entities verschwinden. Okay? Links oder rechts ein Entity verschwindet, dann hat natürlich auch die entsprechende Row in R, die diese beiden Entities, oder dieses Entity mit jedem anderen Entities verbunden hat, die haben da an der Stelle nichts mehr zu verlieren. Die können dann genauso gut weg. Okay? Also werden wir On-Delete-Cascade
Relationships aufbauen, die Rows und Rs entfernen, wenn die beteiligten Entities verschwunden sind. Und all das, was hier in Gibberish und in Englisch steht, steht hier unten in Crystal Clear DDL-Kommandos. Genau das. Neue Tabelle R bauen, dreispaltig. Composite Key etablieren in R, sauber. Links und rechts, jeweils nach links und rechts, Referenzen auf die Tabellen T1 und T2 aufbauen mit On-Delete Cascade, damit die Relation verschwindet, wenn eins von den beteiligten Entities auch nur verschwindet. Sauber. Eine schön symmetrische Modellierung konnte diesmal irgendwie auch gar nicht anders sein, denn das ER-Diagramm mit den beteiligten Entity-Types ist irgendwie symmetrisch. Das war bei One-to-Many, Many-to-One nicht so. Das hier ist eine rein symmetrische Situation und genauso wird sie auch modelliert. Hervorragend. So, wie sieht es aus mit diesem Composite Primary Key in K1, K2? Ich habe da eben schon gesagt, wenn man den nicht wählt, geht die ganze Sache kaputt. Ja, dann wird keine Many-to-Many-Relationship etabliert. Das ist das, was da unter 1 steht. Ja, aber das unter 2 ist das Interessante. Nehmen wir an, wir hätten uns fälschlicherweise, wenn es um Many-to-Many geht, fälschlicherweise, aber nehmen wir an, wir hätten in der Tabelle R nur K1, nur die Spalte K1 zum Schlüssel gemacht. Also hier. Hier hätte also ein Add Primary Key K1 gestanden. Klammer zu, Semikolon, das K2 hätte hier nicht gestanden. Welche Situation, welche Miniwelt da draußen, welches ER-Diagramm wäre dann hier an der Stelle modelliert worden? Eine Many-to-Many-Beziehung ist es dann nicht mehr. Also nur K1 ist Schlüssel in der neuen mittleren Tabelle R. Was bedeutet das effektiv? Da wird was anderes modelliert. Ich mache das immer so als kleine Mini-Grafik dahin. Während ich male, könnt ihr denken. Ja, eigentlich wollten wir die Welt modellieren, many to many, hier mit Sternchen, da mit Sternchen. Hier trage ich schon mal Nullen ein. Was anderes kann nämlich gar nicht dargestellt werden, können wir uns gleich überlegen. Aber wie sieht es hier mit den Maximumskardinalitäten aus? Ich habe mich jetzt in R, die Tabelle, die die Relationship modelliert, festgelegt, K1 ist Schlüssel. Kann ich dann immer noch Sternchen da reinschreiben? Bitte. Okay, wenn K1 Schlüssel ist in R, dann darf jeder K1-Wert, ja, das ist ein Stellvertreter für die E1-Entities, jeder K1-Wert darf dann in der R-Tabelle nur genau einmal auftreten. Wenn K1 Schlüssel ist in R, sind die Einträge in der K1-Spalte eindeutig. Ja, es kann keine zwei Einträge mit dem gleichen K1-Wert geben. Das bedeutet, dass K1 Schlüssel in R ist. Okay? Also, jeder K1-Wert, jeder Schlüssel der E1-Entities identifiziert, kann in der Tabelle dann, ja, problematischerweise nur einmal auftauchen, maximal einmal. Über E2-Werte haben wir nichts gesagt, die können beliebig auftauchen. Denn K2 gehört nicht mehr zum Schlüssel, ist auch selber nicht Schlüssel. Dann ist das die Situation, die da dargestellt wird. Ja, das ist ein Many-to-One-Relationship. Das ist schon sinnvoll. Das ist eine alternative Repräsentation für Many-to-One-Relationships. Bisher haben wir die aufgrund der Asymmetrie der Situation so dargestellt, dass das R hier so rüber auf die E1 weiter in der Modellierung gewandert ist, bei der Abbildung in Tabellen. Diese Diskussion hier sagt uns, nee, du kannst eigentlich den symmetrischen Approach verwenden, bisschen verschwenderisch mit der Anzahl der Tabellen sein, die du etablierst. Auch für die Many-to-One-Relationship legst du eine Tabelle R an, aber in R, das ist das Schema von R, das wir besprochen haben, in R legst du nur K1 als Schlüssel fest. Damit sind die Werte, die hier eingetragen werden, eindeutig. Jedes K1 kann mit maximal einem E2 da drüben dann in Beziehung stehen. Ja, also hier könnte 2 stehen und hier könnte 42 stehen. Oh, der 2 und der 42er sind in Beziehung, alles klar. Ja, hier könnte 42 stehen und hier könnte 3 stehen. Ja, 2 könnte nicht nochmal stehen. Oh, der 3 und der 42er sind auch in Beziehung. Ah, wunderbar. Das ist eine Many-to-One-Relationship. Okay, so würde das aussehen. Symmetrisch natürlich, wenn ich nur K2 zum Schlüssel gemacht hätte, ja, dann würde hier das Sternchen stehen und da die 1. Also das ist eine alternative Modellierung für Many-to-One-Relationships, die dann dabei entstehen würde.
Wir wollen aber Many-to-Many bauen. Dann werden beide hier zum Schlüssel erhoben. Und dann ist es völlig in Ordnung, hier sowas einzutragen. Dann ist die Kombination 241, 242, sehen ähnlich aus, sind aber verschieden. Der Schlüssel würde die zulassen, wunderbar. Das Zweier ist mit 42 und 41 in Beziehung, das 42er ist mit 2 und 3 in Beziehung. Many-to-Many, super. Okay. Also, wenn hier steht, is the result useful? Jo, ist useful, ist eine alternative Darstellung für Many-to-One-Relationships. Wird oft nicht gewählt, ja, weil ja, ich mir damit eine weitere Tabelle einhandle in meiner Datenbankmodellierung. Das bedeutet, um Informationen zusammenzuziehen, die zu E1-Relation, zu E1-Entities und E2-Entities und so weiter gehören, handle ich mir ein Join mehr ein. Okay? Und wenn wir jetzt in der DB2-Vorlesung wären, ja, dann fänden wir Joins zwar interessant und würden über die Algorithmen und die Komplexität dahinter sprechen, warum das so schwierig ist und so weiter, aber wir würden auch wissen, dass das echt Kosten hat. Also darum haben die Modellierungen von One-to-Many-Relationships, wie wir sie vorhin besprochen haben, vor der Pause, durchaus ihre Berechtigung. Ähnliche Diskussion, wie wir es eben gerade hatten. Ja, kein Zufall, dass wir gerade in unserem Beispiel diese Null als Minimalkardinalitäten da an der Stelle gewählt haben. Was anderes nämlich gar nicht darstellbar im relationalen Modell. Okay? Wenn hier was anderes stehen würde als Null bei den Minimalkardinalitäten, zum Beispiel ein M, dann würde das bedeuten, hey, die E1-Entities müssen mit mindestens M E2-Entities in Beziehung stehen. Das würde bedeuten, ja, hier, der Key 2 auf der linken Seite muss mindestens M mal hier auftauchen und so weiter. Solche Constraints gibt es überhaupt nicht, ja, im relationalen Modell. Dass so ein Wert nur genau einmal auftritt und so weiter, ist in Ordnung, Key. Ja, aber dass er M mal mindestens auftritt und was weiß ich, hoffnungslos, lässt sich nicht darstellen in der Welt des relationalen Modells, müsste extra relational dargestellt werden. Das ist das, was ich hinten schon kurz vor der Pause irgendwie erwähnt habe. Many-to-One Haken, Many-to-Many Haken bleibt noch One-to-One. Okay, also eine richtig enge Beziehung eigentlich zwischen zwei Entities. Ja, hier ist die 1, hier ist die 1, da ist die 1, jeweils in den Maximalpositionen da und da. Ja, also eine ziemlich enge Beziehung zwischen den E1 und E2 Entities. Okay, da gibt es mehrere Optionen. Ja. Wir könnten, weil das ja eigentlich eine symmetrische Situation ist, ja, maximale Kardinalität 1 auf beiden Seiten, könnten wir die Relationship R jeweils auf der linken oder auf der rechten Seite irgendwie darstellen. Eine extra Tabelle R brauchen wir an der Stelle nicht. Ja. Denn jedes E2-Entity ist mit maximal einem E1-Entity in Beziehung. Ja. Das reicht wieder ein so ein Slot in meiner T2-Tabelle, um die Referenz auf das E1-Entity aufzubewahren. Aber aus der Sicht des E1-Entities ist das genauso. Ja, also, beide Optionen bestehen. Ich kann das R auf der linken oder rechten Seite irgendwie mit in die Tabelle einbacken, in die T1 oder T2-Tabelle. Oft sagt man, Mensch, guck mal hier, die Teilnahme des E2-Entities an dieser Relationship ist optional. Ja, dann würde ich mir hier Null-Values, ja, bei den Referenzen auf die linke Seite vielleicht irgendwie anhandeln. Wenn ich das vermeiden kann, dann vermeide ich das lieber. Darum sagt die Heuristik, hey, in solchen Situationen, die durch die minimalen Kardinalitäten dann wieder asymmetrisch werden oder was, da bewahrst du die Relationship lieber auf der Seite auf, wo sie auf jeden Fall vertreten sein muss und nicht mit Null behaftet ist. Also würden wir es jetzt in den T1-Table stecken. Naja, das ist das, was hier irgendwie erzählt wurde. Hier von der 1 habe ich gerade gesprochen. Es gibt keine Abhängigkeitsbeziehungen zwischen den 1 und den 2ern, keine On-Delete-Action und was weiß ich. Und alles, was ihr hier unten seht, ist eigentlich Business as usual, ja, also neue Spalte R anlegen, die als Foreign Key, um rüber zu zweigen auf die rechte Seite, auf die T2-Seite. Ja. Das Einzige, was ich noch interessant finde, ist hier dieses Unique. Okay, also hier auf der linken Seite, die Referenz auf meine E2-Entities, ja, die wird auf einmal Unique in der Tabelle T1. Und das bedeutet, keiner von diesen K2-Werten, ja, kann irgendwie mehrfach auftreten. Und das macht aber auch Sinn. Das ist eine 1-zu-1-Beziehung. Ja. In jeder Row auf der linken Seite, in jeder Row in dem Table T1, kann jeder K2-Wert hier maximal einmal auftauchen. Ja. Wenn so ein E2 mit in Beziehung steht mit einem bestimmten E1-Entity, dann war es das. Ja.
Ja, der entsprechende identifizierende K2-Wert in der Spalte R, der darf nur einmal vorkommen. Also dieses Unique hier, das implementiert mir die 1 da drüben. Okay, ja, ich denke, ansonsten ist das irgendwie klar. Einfach um das nochmal zu trainieren, zum Motto, hey, du gibst mir so ein ER-Diagramm, da stehen Min-Max-Kardinalitäten drin und so weiter. Lass uns nochmal genau überlegen, wie die sich jeweils im relationalen Modell wiederfinden. So eine Slide hatten wir schon vor der Pause, jetzt haben wir so eine Slide nochmal. Wir gucken also auf die Situation auf der vorigen Slide, auf so eine 1-zu-1-Relationship hier, 1, 1, und überlegen uns, hey, wie sind die jeweils, diese Kardinalitäten, sind die jeweils dargestellt, wie sind die dargestellt? Okay, wir hatten uns in unserer Modellierung entschieden, hey, hier, die Relationship R, die hier in der Mitte ist, die werden wir auf der linken Seite darstellen, weil hier jedes E1-Entity muss mit genau einem E2-Entity in Beziehung stehen. Ja, darum, wenn ich diese R-Relationship auf der linken Seite darstelle, kann ich die einfach mit Not Null versehen, diese Referenz, und dann ist diese minimale 1 da an der Stelle klar. Okay, das hatten wir schon öfter besprochen. Also die Referenz auf die andere Tabelle T2 darf nicht Null sein. So ist diese 1 implementiert. Wie ist die 1 implementiert? Habe ich auch schon gesagt, heute 2-3 Mal. Einfach checken, ob ihr noch wach seid. Oder ob euch irgendwie das Zuckerloch, das ihr wahrscheinlich im Bauch habt, sozusagen so runtergezogen hat. Ich habe heute tierisch Kohldampf. Ja? Ich habe mega Hunger. Das ist Wahnsinn. Bitte. In einer Zeile kann in der Spalte R jeweils nur ein Wert kriegen und ein Array werden. First Normal Form. Ja? Wir haben eine Spalte R in die T1-Tabelle aufgebaut. Da kann ich eine Referenz auf ein anderes E2-Entity einbauen. Fertig. Ja? Und kein Array oder was weiß ich oder so. Da kann maximal ein Wert stehen. Super gut. Null. Es gibt E2-Entities, die stehen gar nicht in Beziehung mit E1-Entities. Ist das irgendwie darstellbar in unserer relationalen Modellierung? Ja. Bitte. Genau. Die haben einen K2-Wert. Ja? Diese E2-Entities, wie jedes E2-Entity. Der würde aber einfach in der Tabelle T1 nie vorkommen und auf den würde nie verwiesen werden. Okay. Und die 1 hier, hatte ich gerade schon gesagt, jeder K2-Wert kann drüben in der T1-Tabelle maximal einmal vorkommen durch diesen Unique-Modifier, den wir an die R-Spalte drangehängt haben. Hier, da ist er. Ja. Der hier, der legt mir tatsächlich, der Unique-Modifier aus unserer Modellierung von Slide 27 legt mir die 1 hier an der Stelle fest. Sauber. Ja, One-to-One-Relationships, die kann man auch noch anders modellieren. Ja, hier, ich habe mal so Situationen mitgebracht, in denen auf beiden Seiten irgendwie optionale Teilnahme irgendwie erlaubt ist. Ja, und dann diese Heuristik nach dem Motto, bewahr doch die Relationship auf der Seite auf, wo in der minimalen Kardinalität nicht Null steht, weil sie nicht optional ist und so weiter, die würden ihr dann nicht ziehen. Vielleicht wäre das hier eine Situation, in der man so eine One-to-One-Relationship in einer extra Tabelle repräsentiert. Ja, in einer extra Tabelle R, genau wie bei der Many-to-Many-Relationship. Ja, und dann hätte man entsprechend Keys aus der R-Tabelle, die jeweils auf die jeweils zu verbindenden Entities verweisen. Okay. Und wie sieht es aus in der neuen Tabelle, in dieser mittleren Tabelle, in dieser Relationship-Tabelle R, wie sieht es da mit den Schlüsseln aus? Ja, sowohl die K1 als auch die K2-Spalte, die nach links und rechts verweisen, die könnten jeweils Schlüssel sein. Beide wären Candidate Keys. Denn das ist eine One-to-One-Relationship. Jeder K1 und jeder K2-Wert darf maximal einmal vorkommen. Ja, sobald er zweimal vorkommt, gibt es irgendein sneaky Entity, das irgendwie mit zwei anderen Entities in Beziehung stehen will, muss verboten werden. Beide, K1 und K2, jeweils für sich separat sind Candidate Keys in dieser neuen Tabelle R in der Mitte. Sauber. Ja. Oder es herrscht diese Situation hier vor. Das ist so ziemlich die engste Verbindung, die ich mir irgendwie vorstellen kann. Ja. 1, 1, 1, 1 in den Min- und Max-Kardinalitäten. Das bedeutet, jedes E1-Entity muss mit genau einem und jedes E2 muss mit genau einem E1-Entity in Beziehung stehen. Das ist so eine richtige 1-zu-1-Beziehung, die ist nicht optional, kettet diese beiden Entities super eng aneinander. Viele
viele Übersetzungsschemata sagen dann, weißt du was, die Dinge hängen so eng zusammen, dass es eigentlich aus der Sicht, schon in der Sicht der Mini-Welt, ist das fast ein zusammengehöriges Konzept. Ja, du kannst die E1er und die 2er eigentlich fast überhaupt gar nicht trennen, sozusagen. Den einen gibt es nicht ohne den anderen. Die Zuordnung ist eindeutig, merge die doch. Und tatsächlich ist das ein Vorschlag, den man hier machen würde. Bisher sind E1 und E2 separat übersetzt worden. Jetzt merge ich die Tables. Ich konkateniere die Schemata einfach, habe dann eine breitere Tabelle, aber nur eine. Ja, in der in einer Row jeweils in der linken Hälfte die Attribute des E1-Entities, in der rechten Hälfte der Row die Attribute des E2-Entities leben würden. Eng miteinander gekoppelt innerhalb einer Row, niemals zu zertrennen. Okay, ja, auch hier wäre es so, dass die entsprechenden K1 und K2, die ich beim Mergen nämlich in meine neue große breite Tabelle übernehmen würde, beide wären Candidate Keys. Ja, beide dürften jeweils nur einmal vorkommen. Ich habe hier ein Beispiel noch für so richtig enge Beziehungen. Also eine, die jetzt man hat irgendwie eine Abteilung und Employees dazu. Eigentlich habe ich mir mal geschworen, niemals in Papern, in Vorlesungen, in Klausuren und so weiter Beispiele mit Department und Employees und Projects und sowas zu machen. Das ist das Standard-relationale Datenbankbeispiel, das schon seit den 70er Jahren existiert. Und es ist so ausgetreten, dass wenn ich es sehe, dass ich normalerweise sofort in Tiefschlaf falle, sozusagen. Ja? Darum, ich gucke jetzt gerade auf meine Notizen und sehe dieses Beispiel hier. Und könnte mich dafür nur in den Hintern treten, sozusagen. Okay, also ich entschuldige mich dafür. Ja. Das ist, ich weiß nicht, ich bin kein Biologe, aber wie heißt das Ding? Diese Mini-Frucht, diese Drosophila oder sowas? Ist das nicht dieses Standard-Untersuchungsobjekt in der Genetik oder so? Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Ja. Ist das nicht der Ausspruch der Langweiligkeit? Nicht? Okay, alles klar. Department led by employee. Gibt kein Department, das keinen Abteilungsleiter hat. Und zwar haben wir genau einen Abteilungsleiter. Ihr wisst, was passiert, wenn man zwei Abteilungsleiter hat. Gibt es ganze Netflix-Serien drüber. Es gibt einige Employees, ja, die sind keine Department, die sind keinem Department zugeordnet, aber ein Employee, ja, ist maximal einem Department zugeordnet. Okay, alles klar. Wenn man das übersetzen würde nach unseren Schemata da oben, ja, das hier ist die Situation, die nicht symmetrisch ist, ja, weil wir hier die 1 stehen haben und hier die 0. Wir würden die Relationship led by hier in der Department-Seite aufbewahren, weil wir da so not null vermeiden können. Da würde ein relationales Schema rauskommen, würde irgendwie so aussehen. Wir würden eine Departments-Tabelle anlegen, da gäbe es eine Namensspalte drin, die wäre Key, da ist sie. Und da gibt es die Repräsentation der Relationship, die würde durch den Namen der Relationship irgendwie repräsentiert werden. Das wäre ein Foreign Key. Das wäre ein Foreign Key, der auf die Employees Table verweist. Ja. Hab ich diese Notation schon mal benutzt? Okay, das ist eine zweispaltige Tabelle. Erste Spalte. Zweite Spalte. Die zweite Spalte ist nun Foreign Key, die auf diese Tabelle verweist, und zwar auf das Attribut hier, SSN. Ja, das ist genau wie die Foreign Key References Syntax in SQL. Ja, ich benutze diese Syntax hier, oder die Notation hier, weil die, glaube ich, auf Übungsblättern noch vorkommt. Das wäre die zweite Tabelle, die drüben ein Entity da definiert. Okay, jetzt könnte man noch checken. Ja, hier, 1. Es gibt kein Department, das kein Led by Employee hat, sozusagen. Also der hier wäre irgendwie not null oder sowas. Schwierig, das in die Notation mit einzubauen, aber den dürfte ich nicht auf null setzen. Das ist die 1 da, die Minimums 1, die da definiert wird. Und die da
In der ganzen Departments-Tabelle kann es nicht zwei Rows geben, die hier in der Let-By-Spalte den gleichen Wert tragen. Dann wäre nämlich der entsprechende Employee der entsprechende Abteilungsleiter von mehr als einem Department. Also was wir noch haben, ist sowas hier. Steht aber auch auf der Slide irgendwie schon. Let-By darf nicht 0 sein, aber es muss auch unique sein, damit ist die 1 hier etabliert. Okay, und ein Beispiel dafür, dass Dinge so eng miteinander verbunden sind, dass sie eigentlich überhaupt gar nicht mehr zu trennen sind, das ist das Amazon-Beispiel. Oder Amazon. Ich scroll das hier mal hoch. Ja, hier kommen Credit Cards vor in diesem Beispiel, da werden die Jungs und Mädels von Amazon schon ganz unruhig. Ja, das könnte interessant werden. Customer pays with credit card. Kundennummer und weitere Attribute. Name ist immer so ein Pseudo-Attribut, das eigentlich Stellvertreter ist für viele interessante weitere Attribute. Ja. Hier hat man, wahrscheinlich wird mir die Domäne sowas geben wie so eine Credit Card Number. Das ist ein wertebasierter Identifier, den kann ich benutzen. Und vielleicht noch die ausgebende Bank, den Issuer, die Bank sozusagen, okay. Und weitere interessante Dinge. Alles klar. Und das hier ob das jetzt der Amazon-Realität entspricht, weiß ich nicht. Aber das hier ist eine ziemlich enge Beziehung. Wenn ich also hier in dieser Datenbank als Customer aufbewahrt werden möchte, dann muss ich eine Kreditkarte haben. Ja, gibt einige Services oder Unternehmen da draußen, die lassen mich sonst gar nicht rein. Und ich muss mir auch genau eine meiner Kreditkarten, vielleicht als die aktive Kreditkarte, die ich gerade benutze, irgendwie auswählen. Ja, also ich bin mit genau einer Kreditkarte in Beziehung hier auf der Seite als Customer. Ja. Und so eine Kreditkarte, die kann nicht irgendwie free-floating im System sein, die muss einem Customer zugeordnet sein, ja, aber auch maximal einem. Das ist meine Kreditkarte, meine auch, nee, geht nicht. Ja. Eins, hier, alles klar. So, und das hier, ja, jetzt, das hier aus der Sicht des Betreibers der Datenbank führt dazu, dass eigentlich Customers und Credit Cards konzeptuell fast zu einem Ding verschmelzen, sozusagen. Gibt keinen Customer eine Credit Card und andersrum auch nicht. Nichts ist optional hier und so weiter. Das Ding, eine Modellierung, die dazu passen würde, wäre vielleicht die hier. Ja, das wäre die Merge Table Modellierung. Das wäre die Customer Credit Card Modellierung. Und dann würde man die Spalten, die die beiden Entity Types beitragen können, die würde man, ja, Card Number, sorry, die würde man hier tatsächlich mergen. Jetzt müsste man sich für einen Schlüssel, einen Primary Key in dieser neuen gemergten Tabelle irgendwie entscheiden. Ja, nehmen wir mal die Customer ID. Ja, genauso gut könnte es die Card Number sein. Die ist genauso identifizierend für diese Beziehung. Ja, entweder sagst du mir die Customer ID oder die Credit Card Number, ja, die wäre unique auf jeden Fall in dieser Tabelle, ja, die wären beide mögliche Identifikatoren. Kein Wunder, konzeptuell sind Customer und Credit Cards das Gleiche. Ich glaube nicht, dass irgendjemand bei Amazon einen anderen Blick hat auf uns alle. Wir sollten uns da keine Illusionen machen, sozusagen. Ja? Okay. Alles klar. Jetzt muss ich trotzdem ein bisschen nee, ist zu hoch. Sorry. Ihr könnt das vielleicht lesen und trotzdem die Folie erkennen. Jetzt bleibt uns wirklich nicht mehr viel. Vielleicht schaffen wir es tatsächlich. Was jetzt noch bleibt, ist das eine EER-Konzept. Inheritance, wenn ihr euch erinnert. Also was mit Supertypes und Subtypes. Ja,
Es gibt eine Entity Type und Spezialisierungen davon. Noch keine Abbildung dafür und das relationale Modell besprochen. Da oben, da war so ein Beispiel davon. Es gibt den E1, ja, Entity Type, und E2 und E3 waren Spezialisierungen davon. Ich weiß, man kann das irgendwie schlecht in der Projektion sehen, aber ich mache es nochmal größer, wenn ich es hinkriege. Sorry. Kreidefinger, geht nicht. Okay, das ist die Situation, die ich meinte. Erinnert euch, dass wir da solche Festlegungen gemacht haben wie Partial Inheritance. Hey, es kann generelle E1 geben, aber dazu noch spezielle E2 und E3. Oder Total Inheritance, dann war hier so ein doppelter Strich. Es gibt eigentlich nur Spezialisierungen und E1 ist irgendwie der Union davon, sozusagen. Okay, oder hier, da konnte ein D drin stehen, bedeutet dann Disjointness. Ja? Entweder du bist ein spezielles E2 oder ein spezielles E3, du Entity. Eins von meinen kann nur sein, bei Overlapping Inheritance mit einem Oder, ja, da kann eine, gleiche Entity, kann sowohl in dem speziellen Entity-Type E2 und E3 gleichzeitig liegen, sozusagen. Und es gibt eine Form von dieser EER Inheritance, die lässt sich einigermaßen elegant in die Welt von SQL abbilden. Es gibt nämlich in SQL, ja, in manchen SQL-Dialekten, PostgreSQL gehört dazu, so eine Inherits-Klausel, die eigentlich schon fast darauf abgerichtet ist, solche Situationen irgendwie relational modellieren zu können. Ihr seht, wie ich das hier einsetze. Für die drei Entity-Types hier mache ich nach meinen entsprechenden Überlegungen, die wir jetzt gemacht haben in den letzten 90 Minuten, Abbildungen in Tables T1, T2, T3. Hier ist der Entity-Type E1 dargestellt. T2 und T3 erben von E1 und sie erben auch die Tabellendefinition. Die Tabelle T2 erbt T1 und Tabelle T3 erbt T1. Okay, was auch immer das bedeuten mag, steht gleich auf der nächsten Slide. Ja. Und was uns das gibt, werden wir auch gleich in einem Beispiel sehen, das ist das Letzte, was wir heute machen, das gibt uns Partial und Overlapping Inheritance, ist genau das, was da oben irgendwie dargestellt ist. Also es kann immer noch generelle E1 geben, die keine E2 und E3 sind, und in E2 und E3 müssen keine disjunkten Mengen von Entities aufbewahrt werden. Was bedeutet diese Inherits-Klausel? Hier sieht man, was die in PostgreSQL irgendwie anstellt. Ja, ich kann tatsächlich so ein Create-Table-Statement absetzen für so eine Tabelle S, und das ist eine speziellere Tabelle, die irgendwie von einer generelleren Tabelle T1 oder sogar mehreren davon, ihr seht da hier diese eckigen Klammern mit dem Punkt, Punkt, Punkt da drin, ja, ich als Tabelle S kann von mehreren TI irgendwie erben. Ja. Ich S bin speziell und erbe von den generelleren TI. Okay, was bedeutet das? Ja, ich, Tabelle S, kann eigene Columns haben, aber alle Columns von den TI, die kriege ich auch noch dazu. Das heißt, mein Schema wird breiter. Das entspricht der Semantik von Spezialisierung im ER-Modell. Ja? Aber spezielle Entities haben alle Eigenschaften, haben alle Attribute der generellen Entities und noch ein paar mehr. Die ich im Create-Table-Statement S, nämlich hier explizit aufzähle, die habe ich als S und dann kriege ich noch die Spalten von den TI dazu. Okay. Ja. Und auch, das ist ein Effekt auf den Schemata dieser beteiligten Tabellen. Es gibt auch einen Effekt auf den Instanzen. Ja. Wenn ich Rows in S, also diese Spezialisierung, wenn ich Rows in S einfüge oder lösche oder update, dann wird das automatisch in den übergeordneten Tabellen, vielleicht gibt es nur eine davon, in unserem Beispiel gab es nur eine, ja, die T1-Tabelle, wird das auch entsprechend irgendwie durchgesetzt. Ich mache eine Einfügung in meine Tabelle S, die 10 Attribute in der Tabelle S, die füge ich da unten ein. Das führt gleichzeitig zu einer Einfügung einer entsprechenden Row in der übergeordneten Tabelle T1. Natürlich mit weniger Spalten. Die hat ja weniger Spalten. S hat noch Spalten hinzugefügt. Also hier 10-spaltige Row in S einfügen, entsprechend 6-spaltige Row oder sowas. Ja, die 6 Attribute, die aus T1 geerbt werden, auch in T1 einfügen, automatisch. Ein Insert-Statement in S führt auch zu Einfügungen in den TI. Und Löschung genauso. Alles klar. Was das hier bedeutet ist, ja, wenn ich auf die Instanz von S gucke, natürlich eingeschränkt auf die Attribute, die aus den TI kommen, ja, dann habe ich da eine Teilmenge.
Timing hier dargestellt. Alles, was in S eingefügt wird, wird auch in den TI eingefügt. In TI wird vielleicht noch mehr eingefügt. Hervorragend, dann ist S, in S wird eine Teilmenge aufbewahrt. Passt genau. Ja. Es gibt nämlich einige Entities, die sind speziell, die befinden sich in der Tabelle S. Das ist eine Teilmengenbeziehung. Genau die Teilmengenbeziehung, die hier immer hier in der Grafik irgendwie angedeutet wird mit diesem Teilmengensymbol da an der Stelle. Das kann ich tatsächlich machen. Ja, und das entsprechende Beispiel dazu, das ich hier modelliert habe, das habe ich euch noch mitgebracht. Jawohl, komm, 3 Minuten, 4 Minuten haben wir noch. Hier ist das Beispiel dazu. Hier ist es. Könnt ihr euch an das Beispiel erinnern? Das ist das Employees, Secretary und Engineer Beispiel. Ich würde mir jetzt gerne sparen, an die Tafel gehen zu müssen. Die ersten Kommilitonen müssen nämlich schon weg. Okay. Employees ist das generelle Entity Type. Secretaries und Engineers sind die Spezialisierungen. Disjunkte Spezialisierung würde ich gerne haben. Was heißt disjunkt? Ja. Entweder ist jemand einfach nur Employee, ja, weil ich nämlich partial bin, wie man hier in diesem einen Strich sieht. Es gibt allgemeine Employees. Ja, es gibt aber auch Employees, die sind Secretaries und es gibt welche, die sind Engineers. Es gibt aber keine Secretary und Engineers, die irgendwie, es gibt keine Personen, die beides sind, Secretary und Engineer, darum disjoint. Ihr seht hier lokal bei den Spezialisierungen werden Attribute hinzugefügt, wir hatten das Beispiel auch schon, NoSQL und Typing Speed, das sind irgendwie interessante Attribute, die ich hier den Spezialisierungen zuordnen würde. Okay. Ja, dann würde ich anfangen in meiner Modellierung hier. Erstmal Tabellen löschen. Ich würde meine Employees-Tabelle anlegen. Sauber. Ich würde dem Key geben. Das ist ein wertebasierter Key. Social Security Number habe ich. Alles klar. Ich würde meinen Secretaries-Table anlegen. Inherits Employees. Cool. Ich bin eine Spezialisierung. Kriege alle Attribute, nämlich die beiden hier. Die kriege ich vererbt. Zusätzlich füge ich noch den hier hinzu. Typing Speed. Mache ich. Engineers, übrigens ist so, die Inherit-Klausel vererbt mir Spalten und so weiter. Sie vererbt mir aber leider keine Constraints. Ja, ich habe zwar die SSN-Spalte von den Engineers geerbt in meine Secretaries-Tabelle, aber leider nicht den Constraint, dass das ein Primary Key war. Ja, da sind die PostgreSQL-Entwickler und Entwicklerinnen selber enttäuscht darüber. Das wird vielleicht irgendwann mal nachgezogen. So muss ich das hier explizit von Hand nachholen. Schade. Engineers, symmetrisch, NoSQL ist ein Boolean, alles klar. Und den Constraint bitte noch etablieren, habe ich. Sauber. Das ist mein Setup. Wenn ich jetzt auf meine Tabellen gucke, Font gleich kleiner machen, passt uns eh nicht. Dann seht ihr hier oben meinen allgemeinen Employees Table, Social Security Name und Name, Number und Name, sauber. Number of Child Tables, Spezialisierungen würde ich das mal nennen. Sagt mir PostgreSQL schon, gibt 2. Darunter, hier ist der erste, die Secretaries, die alle Attribute geerbt haben und noch das Typing Speed da unten hinzugefügt haben. Genauso sieht es hier unten bei den Engineers aus. NoSQL, die Boolean-Spalte ist hinzugekommen. Okay, so sieht es hier an der Stelle jetzt aus. Ja, und jetzt könnte ich allgemeine Employees konstruieren. Ja, Partial Inheritance, es gibt tatsächlich allgemeine Employees, mache ich. Da sind sie. Ich kann Secretaries, also Spezialisierung konstruieren. Ja, die haben ihre Social Security Number, Namen und Typing Speed, klar. Secretaries haben mehr Attribute als allgemeine Employees. Kommt. Und die Engineers kriegen noch ihren NoSQL Boolean mit hinzu. Alles klar. Ja, und wenn ich jetzt auf die Secretaries gucke, dann stehen da genau die unsere beiden Secretaries drin. Bei den Engineers leben genau die beiden Engineers drin, genau drin, die wir irgendwie eingefügt haben. Und wenn ich jetzt auf die Employees schaue, da sind tatsächlich 6 Employees da drin. 6. Ja. Einfügung in den Secretaries und in den Engineers Tables haben dazu geführt, dass auch unser allgemeinerer Employee-Type irgendwie mitgepflegt wurde an der Stelle. Es gibt übrigens hier so ein cooles Keyword, Table-Only-Employees, das mir in PostgreSQL die Möglichkeit gibt, tatsächlich nicht auf die Spezialisierung zu schauen, sondern nur auf die tatsächlich echten Employees, die keine weiteren Eigenschaften haben. Das waren die beiden. Okay, das war es dann aber auch mit den guten Nachrichten.
Was ich jetzt noch machen kann, ist auszunutzen, dass ich hier disjoint. Nein, jetzt kann ich euch zeigen, sozusagen, dass dieses System hier Overlapping Inheritance irgendwie implementiert. Ich hätte aber eigentlich in Wirklichkeit gerne Disjoint Inheritance gehabt. Ja, ich kann hier bei den Secretaries einen Tony einfügen. Und Tony ist, glaube ich, schon ein Engineer, oder? Ja, hier, Tony ist ein Engineer unter dieser Social Security Number hinten 84. Den kann ich hinten bei den Secretaries einfügen. Da hält mich niemand auf. Da ist er. Jetzt ist er da. Also was hier implementiert wird, ist Overlapping Inheritance. Ein Entity kann durchaus in zwei verschiedenen Spezialisierungen leben, leider. Und jetzt kommt der Superhammer. Wenn man da drauf schaut, erinnert euch, ich gucke mal auf meine Employees, da gab es schon einen Tony. Wie ist er da reingekommen? Weil er in den Engineers eingefügt wurde. Jetzt habe ich ihn in die Secretaries auch nochmal eingefügt. What the? Ja? SSN ist Primary Key in der Employees-Tabelle. Und guckt euch an, was da links steht, sozusagen. Es ist die Hölle. Ja? Okay. Also, das ist Physical Pain. Für jeden, der irgendwie relationale Constraints irgendwie ernst nimmt, gibt eine entsprechende fette Entschuldigung in dem PostgreSQL-Manual dazu, eine Warnung, dass das zurzeit so ist. Das ist ein Defizit und soll natürlich eigentlich nicht so implementiert sein. Dieses Inherits-Konstrukt ist irgendwie, die ganzen Code-Teile, die dazu irgendwie etabliert wurden, sind lange etabliert worden und nie mehr angefasst worden. Das ist so ein Stale-Feature, darum könnten wir das hier an der Stelle am besten irgendwie einklammern, sozusagen. Was ich euch jetzt nicht zeigen werde, ist, dass ich mit extra-relational Constraints, wie ich sie vorhin in der Vorlesung schon erwähnt habe, noch irgendwie erzwingen kann, dass wir tatsächlich Disjoint Inheritance haben und auch Total Inheritance kann man simulieren, aber dazu muss man solche Features ranziehen wie Trigger oder Rules in PostgreSQL, dann wird super systemspezifisch, Backend-spezifisch. Im File lasse ich die mal drin, ist aber mit Vorsicht zu genießen. Damit verlässt man die Welt der relationalen Constraints. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit, für eure Geduld. Haut rein, bis morgen. Tschüss.